Herzlich willkommen zu Ihren SAK-TV-Nachrichten. In dieser Woche gibt es die wegen der SAK Essen außerplanmäßig nicht nur einmal, sondern sogar zweimal für Sie. Heute mit diesen Themen. SAK Essen, der Geschäftsführer der Messe zieht Bilanz, die Stimmen der Besucher, der Fachverband SAK NRW setzt auf die Azubi-Lounge und das RAS-Produkt des Jahres. Ja, lange haben wir darauf hingearbeitet, jetzt liegt sie schon wieder hinter uns, die SAK Essen. Vom 6. bis 9. März kamen rund 44.000 Besucher. Das sind laut Messe Essen ca. 4.500 weniger als beim letzten Mal. Geschäftsführer Oliver P. Kurt zum Erfolg und der Zukunft der SAK. Ja, wir sind erstmal rundum zufrieden. Es war eine sehr starke Veranstaltung, ein komplettes Angebot. Alle wichtigen Branchenführer waren hier vor Ort und haben sich präsentiert in einer starken Marktsituation. Sie wissen, zurzeit ist draußen allerhand los. Und deshalb ist es gar nicht so leicht, in so einer Phase die Entscheidungsträger und Multiplikatoren hier alle zusammen auf ein Messegelände zu bekommen. Das ist uns gut geglückt. Wir hatten ja auch ein paar Neuerungen, zum Beispiel die Verlagerung unserer Öffnungstage von Samstag weg hin auf einen Dienstag. Das sind Dinge, die muss eine Branche natürlich erstmal verdauen. Aber wir sind der guten Mutes und freuen uns schon auf 2020. Also der Dienstag war schon mal per se besser als der letzte Samstag. Insofern ist das schon mal die richtige Maßnahme gewesen. Wir hatten rund 2000 Besucher mehr am Dienstag als zuletzt am Samstag. Und wir wissen auch alle, dass Messen etwas sind, was gewisse Zeiten benötigen. Wir wissen also auch, dass beispielsweise am Samstag hier auch noch Besucher aufschlagen werden, die es nicht mitbekommen haben, dass der Samstag nicht mehr existiert. Auch da haben wir schon unsere Erfahrungen gemacht. Es ist einfach so, es wird also 2 bis 3 Veranstaltungen dauern, bis auch der Dienstag dann voll angenommen und dann auch gleichwertig besetzt ist. Wir werden hier wahrscheinlich so rund 45.000 Besucher in Essen gehabt haben, wenn dann heute Abend die Tore hier schließen, heute Nachmittag. Da sind wir leicht unter der Vorveranstaltung, aber es ist durchaus erklärbar. Wir hatten in den letzten 2 Wochen hier noch Minusgrade in der Region, zum Teil 2-stellige Minusgrade. Und jetzt ist natürlich der Druck stark zurück in die Baustelle. Wir haben von vielen gehört, die nur einen halben Tag sich Zeit nehmen konnten und dann doch wieder zurück mussten auf die Baustelle, um das aufzuholen, was da liegen geblieben ist. Im Grunde ist es ein Luxusproblem, weil es gibt andere Zeiten oder gab andere Zeiten. In dem Zusammenhang kann man sagen, die Aussteller sind eigentlich froh, dass sie so eine Auslastung haben. Ja, 10. bis 13. März 2020, das ist unser Datum und da planen wir schon einen Tag nach der jetzigen SAK. Es ist immer der erste Tag nach der Messe, ist der erste Tag vor der Messe. Also das Team arbeitet dann schon auch inhaltlich und wir werden die Ergebnisse dann hier mit rausnehmen. Dann aber wirklich in einem vollumfänglich modernisierten Gelände mit neuem Gästeclub, neuer VIP-Anfahrt. Die Besucher und Aussteller können sich darauf freuen. Das tun sie mit Sicherheit, denn trotz der leicht rückläufigen Besucherzahlen, die kamen, haben offenbar ganz gute Noten vergeben. Ich bin ja jetzt zum ersten Mal hier und ich habe das noch nicht so oft gesehen auf einer Messe, aber ich bin sehr positiv beeindruckt. Wir haben viele, viele Stände und viele Leute, die mir eine gute Auskunft über die Bauteile und die neuen Bestandteile geben können. Auch das Thema Trinkwasser zum Beispiel, womit ich mich auch größtenteils beschäftige, das macht mir am meisten auch Spaß, weil da sind so viele Neuerungen auch dieses Jahr mit dabei gekommen. Deswegen auch der Umstand hier mit der Messe. Und habe mir auch gerade schon einige Sachen angeschaut zum Thema Umweltpumpen und Zirkulationspumpen auch. Und da ist schon einiges, was neu gekommen ist, mit dabei. Also, wenn ich richtig informiert bin, in 2 Jahren ist die wieder hier und ich werde 100% wieder dabei sein. Schöne Worte und auch vielleicht nachvollziehbare, denn auch für den Nachwuchs ist auf der SAK Essen gesorgt. Zum 4. Mal in Folge hatte der Fachverband SAK NRW hier zur sogenannten Azubi-Lounge geladen. Wir haben wieder mal sehr viel Arbeit in unsere Azubi-Lounge gesteckt und erwarten jetzt über die Messetage hinweg so gut 1000 Schüler, 1100 Schülerinnen und Schüler aus allgemeinbildenden Schulen, die alle angeschrieben wurden in ganz Nordrhein-Westfalen und zusätzlich auch noch Berufsschüler. Wir machen hier eine aktive Veranstaltung. Hier können vor allem die Schülerinnen und Schüler sehen, wie Sanitärheizungs- und Klimatechnik montiert wird. Wir haben Lehrfilme hier und wir starten natürlich für beide Gruppen mit Unterstützung der Industrie die Azubi-Rallys über die Messe. Das heißt, hier erleben die Schülerinnen und Schüler wirklich live, was SAK-Technik bedeutet und wie hochwertig die ganze Geschichte ist. Der Messestand des Fachverbandes in Essen jedenfalls war gut besucht und Nachwuchs braucht die Branche ja. Ich gehe mal davon aus, dass wir hier einen sehr, sehr, sehr guten Erfolg auch dieses Jahr wieder erzielen werden. In den letzten Jahren war die Rückmeldung sehr, sehr gut. Wir haben hier vorne auch 2 schwarze Bretter auf der Azubi-Lounge angebracht, wo dann unmittelbar Wünsche geäußert werden können, wo auch Angebote der Unternehmen stehen. Also hier sollen Kontakte geknüpft werden und Geschmack gemacht werden für dieses Berufsbild. Wie gut das in diesem Jahr funktioniert hat, das erfahren Sie morgen hier bei uns. Dann spricht Hans-Peter Sproten zum Erfolg der Azubi-Lounge 2018.
Und apropos Erfolg, den gab es auf der SHK Essen auch für SFA Sunnyboy. Die Leser der RRS haben entschieden, die Hebeanlage des Unternehmens ist das Produkt des Jahres. Wir als familiär geprägtes Unternehmen sind sehr stolz über diesen Publikumspreis. Ich glaube, überzeugt hat, dass wir im letzten Jahr eine Überarbeitung der Produktrange insgesamt hatten. Und diese Produktrange ist bei den Lesern mittlerweile angekommen und ist als positiv bewertet worden. Und das macht uns sehr stolz. Und insofern sind wir sehr begeistert, diesen Preis hier offiziell annehmen zu dürfen. Zu Recht. Insgesamt 11 Produkte, die ebenfalls zur Wahl standen, hat SFA Sunnyboy hinter sich gelassen. Und das offenbar mit gutem Grund. Nicht nur in Frankreich, in unserem Heimatland, auch in Deutschland sind wir Marktführer. Und wir haben im Grunde genommen mit der neuen Serie ein Feintuning betrieben. Das heißt, an der Geräuschentwicklung, an der Langlebigkeit. Wir bieten 5 Jahre Garantie an. Das sind die Kernkompetenzen, die wir weiter ausgebaut haben, verfeinert haben. Auch das Produkt von der Optik her etwas schicker, angepasster für die Zukunft ausgerichtet haben. Insofern, das kommt ja dann auch bei Ihren Lesern sehr, sehr positiv an. Positiv war auch das vergangene Jahr aus Sicht von Weiland. Bei den Wärmepumpen hat das Unternehmen offenbar um 30% zugelegt. Mehr dazu und auch zu der Sortimentserweiterung im Hause Duravit. All das erfahren Sie hier morgen in Ihren SHK-TV-Nachrichten. Ich freue mich, wenn Sie wieder dabei sind. Bis dahin.